Buenas tardes, amigos. Da ist er, der gute Tourensohn. In dem Sinne, so. Du musst ja auf jeden Fall mindestens Harley Davidson tätowiert haben. Sonst wird mir ja nicht ernst genommen, deine Szene, ne? Nee, Spaß am Rande. Jetzt packen wir so ein bisschen was ein. Ich habe schon mal ein bisschen vorgepackt. Ja, aber das brauche ich jetzt nicht filmen. Ach ja, und hier noch eine Kleinigkeit. Und zwar, die ganze Aktion ist ja durch Michael entstanden. Das ist der Chef vom Hotel Toskana. Und ja, super geile Aktion. Deswegen, ich will halt nicht ohne irgendwas kommen. Das heißt, ich habe ihn einen Leatherman Wingman gekauft. Ich glaube, das Ding ist ziemlich geil. Ich benutze das selber auch. Reicht vollkommen. Ich brauche jetzt nicht einen 270-Euro Leatherman, wo halt alles mit dran ist. Das passt soweit. Ich hoffe, er freut sich darüber. Aber das war's schon. Ich packe jetzt alles zusammen und dann gehe ich heute früh pennen, denn morgen geht es für mich sehr früh los. Ich fahre von hier aus, also aus Ostwestfalen, fahre ich nach Leverkusen und dann fahre ich gemeinsam mit den anderen Leuten rüber Richtung Wiesbaden. Viel Spaß! Okay, Leute, Sachen sind gepackt. Ich bin voll beladen und dann würde ich sagen, geht die Reise los. Junge, Junge. Fast die Bude nicht angesprungen, ey. Da kriegst du natürlich Panik. Aber alles gut. Los geht's. Ja, ich werde jetzt nicht allzu viel filmen. Ich fahre jetzt erstmal Richtung Leverkusen, fahre ich erstmal viel Autobahn. Wie gesagt, irgendwie um die 2,5 Stunden fahre ich jetzt. Bin ich gut durchkomme. Ja, ich würde sagen, ich werde jetzt einmal noch mal kurz tanken fahren und dann sehen wir uns in Leverkusen wieder. Bis gleich. Ich kriege jetzt schon das Grinsen nicht mehr aus der Fresse, ey, Wahnsinn. Ja, das war auf jeden Fall die beste Idee, mit der Truppe hier gemeinsam zu fahren direkt. Richtig geil. Alle super nett. Mega freundlich. Direkt einen Anschluss gefunden, so sollte das sein. Und direkt schlau, läuft.
Schöne ist, es ist halt absolut nicht kalt, ne? Also alles easy. Ich hoffe, man kann auch was sehen hier. Ich hoffe, das kommt rüber auf dem Video. Ja, aktuell sind wir mit 8 Mann unterwegs. Das wird sich aber noch ändern. Gleich kommt, oder beziehungsweise so knapp in 2 Stunden, kommt Michael dazu, der Besitzer von Toskana. Und vor Ort treffen wir auch noch Leute. Ja, aktuell sind wir eine Stunde unterwegs. Lässt sich echt gut fahren. Am Anfang, klar, so ein bisschen Regen, aber das war locker weg. War ja nicht lange, alles easy. Mittlerweile schöne Temperaturen, trocken, gute Leute, was will man mehr? Die sind geparkt in die Tiefgarage. Jetzt geht's rein ins Hotel. So, hier ist mein Zimmer. Was ein Tag, Alter. Was ein erster krasser Tag. Oh Mann, Hammer. Hier das ganze Equipment erstmal. Ja, was soll ich sagen? Also
Nochmal, ich bin echt sprachlos, was Michael hier auf die Beine gestellt hat mit seiner Familie, seinem Team, für uns alle. Ich möchte auch nochmal jedem Einzelnen danken. Echt, wenn ihr das seht, ey, ihr seid der Hammer. Ohne Scheiß. Von Anfang an sich alle direkt blendend verstanden. Das gibt's selten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und ich würde mal sagen, Teil 2 folgt in Kürze. Ciao. Boah, guten Morgen. Ja, heute Tag 2. Ist ein bisschen übertrieben. Naja, was soll's. Auf die Mopeds. Nee, erstmal frühstücken, Kaffee trinken und dann geht's los. Viel Spaß. Tourensohn, Hotel Wiesbaden. Guckt euch das an hier. Ha ha ha.